Mein heutiges Bier kommt aus Bayern und ist so ein bisschen der Joker unter den Bierstilen. In welchem Bereich? Wieso, weshalb, warum? Da muss er ganz kurz dranbleiben. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid gesundheitlich auf dem Damm und wenn das nicht der Fall ist, dann wünsche ich euch zumindest mal gute Besserung. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und es gibt ja von euch immer wieder ganz viele Fragen auch an mich und der eine oder andere fragt mich auch zum Thema Food Pairing. So, welches Bier passt zu der Speise oder zu welcher Speise würde jetzt das Bier passen? Es ist für mich tatsächlich eines der schwierigsten Felder innerhalb der Bierthematik. Und ich möchte euch aber heute mal ein Bier vorstellen, was so ein bisschen als Joker gilt. Also wenn man eine Speise hat, wo man sich jetzt gar nicht so ganz sicher ist, was könnte ich da jetzt für ein Bier servieren, was würde da gut so passen? Ein Weißbier, das geht eigentlich tatsächlich fast immer. Und heute kommt die Bräuweiße aus der Brauerei Aying, da war ich vor kurzem erst zu Gast, kommt auch noch ein Video und habe mir dieses Bier mitgebracht, weil ich festgestellt habe, dass es noch nie auf dem Kanal gewesen ist und das wollen wir heute natürlich ändern. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann sollten wir das vielleicht auch ganz schnell ändern. Klickt da unten in die Ecke hier oder unter dem Video auf den Abonnieren-Button beziehungsweise im Abspann habt ihr dann auch nochmal die Gelegenheit. Ich sage danke dafür, dass ihr den Support dann leistet. Ja, Weißbier tatsächlich im Bereich des Food Pairings so ein bisschen der Joker, wenn gar nichts mehr geht oder man nicht so richtig sicher ist. Probiert es mal mit einem Weißbier. Kann man natürlich auch noch ein bisschen hin und her spielen. Mit einem leichten Weißbier, vielleicht mit einem dunklen Weißbier oder eben eine klassische Hefeweiße. Die Bräuweiße ist eins von vielen Weißbieren, die die Brauerei Aying hat. Da gibt es eine leichte Bräuweiße, da gibt es die Urweiße. Auch da spielt man so ein bisschen mit den Zutaten, auch mit dem Malz, mit der Farbe und natürlich auch mit dem Gehalt. Und ich bin sehr gespannt, wie die dann hier schmecken wird. 5,1 Volumenprozent Alkohol haben wir, 11,8 Plato. Und wie so fast jedes Bier von Aying, muss man fast sagen, wenn man bei denen sich die Biere anschaut, auch dieses Bier mit European Beer Star World Beer Award ausgezeichnet worden. Also da gibt es kaum ein Bier, was nicht irgendwann mal mindestens einen Award, meistens sind es glaube ich 5, 6, 7, 8, 9, 12, abbekommen hat. Und ich glaube, das ist Qualität genug, um sie hier auf den Kanal zu bringen. Hier nochmal einen Blick auf Aying. Ich wollte dieses Foto noch machen und habe es dann tatsächlich vergessen bei meinem Besuch. Und werde das jetzt hier mal ins Glas befördern und hoffe, das heute dann wieder mal halbwegs gescheit hinzubekommen und hier jetzt, aber man sieht schon, so in der Riege der Hefeweißbiere ist die Bräuweiße durchaus eines der, ich will jetzt nicht sagen helleren, aber die Farbe ist jetzt nicht so ganz tief und satt, obwohl es natürlich eine herrlich schöne, getrübte, orange-goldene Farbe ist. Obendrauf, und das muss ich mich jetzt mal selber ein bisschen loben, ein schöner, stiltypischer, weißer Schaum draufgekommen und gleichmäßige Trübung, da kann man wirklich nicht durchschauen. Man sieht nicht mal mehr die Kohlensäure da drin, also das ist mal richtig ordentlich. Der Schaum mit einer tollen, feinen Pore haftet auch schön am Glas. Zumindest soweit man das hier sehen kann, durchschnittliche Kompaktheit. Also da ist eigentlich alles angerichtet und ich würde sagen, jetzt noch das Näschen rein. Also, es ist erstmal sehr frisch, finde ich. Es ist doch ein bisschen stärker in der Nelke. Weizen ist schön mit dabei. Ein bisschen Hefe natürlich. Banane nur sehr dezent. Aber dann in so einer reiferen Variante. Aber nicht so. Also es ist jetzt kein so ein super Bananenweizen, wie es manche Brauereien machen. Und auch, ich glaube, die Urweiße ist es von Aying. Hat deutlich mehr Banane, finde ich. Ja, in diesem Sinne. Sehr zum Wohl. Cheers. Ja, und das, was ich so ein bisschen auch vermutet habe, weil man muss ja immer so schauen, wo sind diese Biere dann im Sortiment verortet? Und es ist tatsächlich die leichtere Weiße. Also es gibt ja noch eine leichte Bräuweiße, die wird dann richtig leicht sein.
Und mit 5,1 Volumenprozent ist die Bräuweiße, glaube ich, eher so im normalen Bereich. Die Urweiße aber, die hat, glaube ich, 5,7. Gefährliches Halbwissen, aber könnt ihr mal nachschauen auf der Webseite von Einger. Ich glaube, die hat so um die 5,7, also die ist dann schon richtig kräftig. Das hier ist so mal jetzt so die normale Variante. Hat auch wieder schön Banane, Weizen, Nelke. Fruchtig, frisch. Was jetzt hier auffällt, es hat so eine schöne hefeteigige Note mit dabei. Es ist neben der Banane noch Zitrus mit dabei. Kommt eine schöne Säure mit auf. Super erfrischend. Also das ist tatsächlich, für mich ist das eher so diese Biergartenweiße, wo es auch ein bisschen Sonnenschein zu geben darf, wo auch die Wärme entsprechend sein darf. Hat eine angenehme Süße, die auch bei der Urweiße, glaube ich, nicht so ausgeprägt ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Dezente Würze und läuft einfach richtig, richtig gut. Hat einen mittleren bis vielleicht schon fast schlanken Körper. Es ist tatsächlich auch vom Mundgefühl her echt gut und leicht trinkbar. Dezente, feine Kohlensäure, auch wenn der Schaum natürlich stiltypisch groß ist, aber so im Mund ist es dann eher ein bisschen zurückhaltend und sehr schön fein, perlig, und dadurch kommt dann eben auch diese cremig weiche Textur zustande. Hinten im Nachtrunk, und das merkt man jetzt tatsächlich, wenn man es so ein bisschen auch im Mund liegen lässt, es ist deutlich würziger. Es ist auch deutlich trockener und meiner Meinung nach gewinnt dieses Bier hinten raus nochmal ordentlich. Es war im Mittelteil so ein bisschen, wie soll ich sagen, da hat mir so ein bisschen das gewisse Etwas gefehlt. Und jetzt eben durch diese leichte Kehrtwendung hinten im Nachhinein, es war ein super Weizen, Gottes Willen, bitte ich jetzt nicht falsch verstehen, aber es war sehr austauschbar. Hinten im Nachtrunk allerdings, da finde ich durch diesen Twist, dass die Süße deutlich weggeht, dass die Würze ein bisschen reinkommt und gewinnt dieses Bier einfach richtig schön raus. Es bleibt mit einer gewissen Säure noch da und ein richtig, richtig schön erfrischendes Biergarten-Weißbier. Die Bräuweiße von Eiger, und deshalb gibt es von Probiert TV wohlverdiente 4 von 5 möglichen Punkten für die Bräuweiße aus dem Hause Eiger. Dann soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr andere Biergartenweiße kennt, die ähnliches Beuteschema hat wie dieses Bier, dann bin ich über Tipps natürlich immer dankbar. Schreibt sie gerne unter das Video. Da habt ihr auch die Gelegenheit, nämlich hier ein Abo dazulassen. Wenn ihr das vorhin noch nicht gemacht habt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Und ansonsten hier noch 2 Videos, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.